Kommunikation, mein kleiner Podcast, hier aus meiner kleinen Kneipe zum Hocker mit dem Kultgetränk Asbach. Lecker. Ja, Biene habe ich, aber Hummel ist neu. Ich bin froh, dass ich im Hornissen jetzt nicht getreten bin. Boah, Ameisen scheiße. Kommunikation, mein kleiner Podcast, heute mit dem besten Kreisliga-Trainer, den es wohl gibt. Uwe, unten wird's eklig. Uwe, hi. Das ist eine Begrüßung. Ja, ist, ja, danke. So muss es sein. Ne? Also man muss ja, die Reste müssen auch weg. Deswegen bin ich da. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Hier alias Thorsten Mehr, auch Mitgewinner des Riesenpokals, den wir, also da war der größte, also es gibt keinen größeren, oder? Da muss man ganz ehrlich sagen. Da muss man sagen, auch Messi oder was, das war gar nichts gegen unseren null. Pokal. Null, das muss man mal sagen. Wenn man einen Pokal geholt hat, der größer als das Fass ist, dann kann man endlich mal sagen, so. Früher sagte man Pokal, wenn der Arsch rasiert war, aber das. Nee. Wer lang hat, kann lang lassen. Also ja. wer das Ding geholt hat, ey, der braucht. Der hatte doch rein. Der will doch auch nicht mehr. Das ging ja gar nicht gerade. Nee, ja. Schön, dass ich mal wieder. Ich habe schon gesagt, ich war dritte Mal da, aber das erste Mal sind Menschen da. Und ich freue mich total, dass Menschen hier sind. Nee, die. Wie war's die? Du hast gesagt Menschen. Nein, das hast du jetzt gesagt. Nein, ich kenne sie alle. Die waren alle bei mir in der Klasse gewesen. Achso. Kriegen allen 50er am Ende schon, dass sie da waren. Ja. Oh, guck mal, man kann die auch sogar dirigieren. Boah, oh, wie ist das schön. Sag mal, das geht aber richtig gut. Dann machen wir es. Ja. Oh, wie ist das schön. Sehr gut. Warum kannst du das denn? Bist du? So was hat man lange. Alle. So schön. Ihr auch. So schön. Nur die Faulen. Und jetzt die tanzen. It artet aus. K. Ray war da, weißt du? Hey, gehst du. Oh. So, oh, guck mal. Bedienung. Alter, ja. Ja, da sind wir bedient. Ja. Erstmal Prost. Ja, du hast es schlimmer als ein Zweikampf. Prost. Ja. Es. Ja, was? Ja, deine Mannschaft steht im Moment wo? Auf dem Platz, ich weiß, aber. Nee, wir stehen auf dem Platz. Wir haben den 17. Platz fest einzementiert. Ja. Wir sind weiter unten drin. Man kann aber nicht absteigen, oder? Nö. Also wir machen, das ist Kirmesliga bei uns. Sonst, ja. Nein, das macht auch keinen. Also ganz ehrlich, was will ich da auch Leute motivieren, die da hinkommen, wo ich immer sage: Ferdinand, ich setze dich die komplette Tribüne auf die Saison. Und der schnallt das gar nicht. Mhm. Also das ist halt scheiße bei uns. Ja. Das dauert aber hier lange, bis Leute irgendwelche. Das dauert schon. Nein, aber. Bei uns, wie gesagt, wir sind unten drin und mit dabei. Spielst du viel mit langen Bällen oder auch rund? Am liebsten will ich gar keinen Ball spielen. Das ist ja unser Problem, dass wir Bällen nicht von Bällen unterscheiden können. Ja, Hunde zum Beispiel. Nee, genau. Wer auf dem Platz läuft, wird getreten. Das ist so bei uns. Das ist Gesetz. Ich habe damals, ich wollte Altherren spielen, aber ich fand Fußballschuhe mit so einem Klettverschluss scheiße. Ja, ja. Auf jeden Fall. Das geht ja dann wieder, ne, von der D-Jugend bis Altherren mit Klettverschluss, das ist scheißegal. Da kannst du dich auch mit Pfosten. Und das ist auch scheiße, wenn du einen Doppelknoten drin hast im Klettverschluss. Ja. Doppelklett ist kacke. Doppelklett geht gar nicht. Das ist. Aber du willst ja auch in die Zukunft sehen. Du hast jetzt deinen C-Schein gemacht. Als Trainer. Also ich meine jetzt gerade so, weil ich gerade Lappen verloren hatte. Das ist ja deswegen, C-Schein, darf ich LKW fahren jetzt oder was? Das ist meine Frage jetzt. Ja. Hochstapler, genau. Keine Ahnung, ja. Nee, aber ach, soll ich jetzt an die Deutsche Sporthochschule in Köln rennen und soll da sagen, ich mach da. Die würden sich doch auch bei dir melden, wenn. Nee, ich sag ja, es ist ja gerade in Diskussion. Ja. Wir haben ja beim DFB eine Taskforce. Ja. Nee, ist ja? Ja. Ne? Kahn, Völler. Rummenigge. Also die Zukunft. Wo man halt sagt, das sind Leute, die haben noch was zu sagen. Wo auch mal der Torwart den Ball ruhig hochnehmen darf beim Rückpass. Gar kein Thema. Hinten zum Meier. Ja, das, natürlich. Ruhe ist, genau. Ja. Und das Geile ist, diese Taskforce hat sich jetzt zusammengetan. Ich war letztens, darf man sagen, beim Doppelpass on Tour. Also die gehen auch so, ne? Also das ist nicht nur diese Sonntag. Ja. So, und dann waren wir da mit, ich erzähle es einfach, mit Thomas Hemm. Und der hat gesagt. Auf DSF. Auf DSF, richtig. Sport 1 gibt es ja nicht, sondern DSF, genau.
nach 0 Uhr. Und nein, aber dann war das eben so, dass Thomas Helmer erzählt hat, er hat diese Taskforce in die Skihütte getroffen. Da habe ich mir gedacht, und dann haben die jetzt ja ausgemacht, dass demnächst Rudi Völler den Posten von Olli Bierhoff übernimmt. Olli Bierhoff ist derjenige, der gemacht hat, die Mannschaft. Und der jetzt die Skihütte hat. Richtig. Und aus... Oh. Die Schüter hat und hat sie genannt, statt die Mannschaft, die Mannschaft, weil das ist internationaler. Aber ich bin sehr gespannt, wenn Rudi Völler jetzt wirklich unser Mann wird für, wir haben schon nächstes Jahr eine Europameisterschaft hier, ne? Im eigenen Land und vorher keine Vorbereitung brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Vorbereitungsspiele, weil wir haben einen Kurzurlaub in Katar gehabt und das hat sehr gut funktioniert. Da gibt es so Tabletten, so Lutschtabletten. Da ist der Katar weg. Das war so Anfang, ganz ehrlich. Also. Ich vermisse den Oliver, war ich hier auch oft auch auf dem Bierhof. Ja, das war klar. Mein Shampoo heißt Reikert, da wird das Haarfüller. Das, ja. Aber kein Ding. Ne? Uwe Hölzer, pass auf. Wenn du jetzt einen Wunsch hast mit deiner Mannschaft, sag es. Ist das der Aufstieg? Also willst du irgendwann mal auch da? Nee, wäre schön, wenn mal zum Training alle kommen. Ja, also wäre ein Anfang, weil wir haben ja das Motto, bei uns steht in der Kabine, man kennt das ja, das alte Motto, bei uns steht, 8 Freunde müsst da sein. Ja. Ja, weil das langt ja. Wenn ich schreibe in eine WhatsApp-Gruppe, Jogging-Schuhe mitbringen, kommt keiner. Laufschuhe, Entschuldigung. Das ist ja noch, ne? Da war wirklich auch bei uns keiner. Nee. Also Laufschuhe mitbringen, nee. Hat man mitgebracht, aber man wollte trotzdem Fußball spielen. Ja, das auf jeden Fall. Man sollte wohl nur zeigen, ob man welche hat. Das auf jeden Fall. Hier konnte ich mir leisten, habe ich. Aber ich glaube auch, so ein Süle, der läuft doch auch nicht, oder? Das sieht man ja. So ein bisschen, oder nicht? Ich weiß nicht, seit wann. Beim Süle... Der war mal einer der schnellsten Spieler. Ach komm, der Süle war... Das ist wie so ein Hammerwerfer. Der hat einen Antritt auf 20 Metern in 3 Sekunden, danach kommt nichts mehr. Gepard, jetzt mal ganz im Ernst, der Süle ist so... Gepard, ganz kurzer Weg und dann Pause. Ja, aber ganz lange Pause. Gepard ist das schnellste Tier auf der Welt, aber nach 20 Metern... Boah, echt? Ich hab gedacht, das wäre ein Panzer von der Bundeswehr. Ist ein anderes Thema. Ist egal. Ja. Der Gepard. Aber nee, aber... G. Achso, deswegen auch. Langsam kommt er voran. Ja, der Leo. Der Leo. Nee, ich glaube, aber solche... Ich bin jetzt auch mal gespannt, wen die jetzt auch da... Wie kann man einen Toni Kroos nicht... wirklich anbetteln, dass der noch dabei ist. Ja, dafür macht der Thomas Müller freiwillig weiter. Richtig. Da brauchst du ja einen Toni Kroos nicht mehr anbetteln. Der macht ja jetzt, komm, wollen wir nicht mal zusammen, hättest du mal Bock zusammen, dass wir zwei mal zusammen hier in diesen Luppen-Podcast von Toni Kroos, da gehen wir mal zusammen hin. Er hat mich erwähnt, da. Echt? Hat er dich erwähnt? Ja, echt? Ja. Er hat in Saudi-Arabien Ronaldo tatsächlich besucht und hat gesagt, wie Markus Krebs sagen würde, Saudi-Arabien sehen und abhauen. Und aus meinem Erstbau Gelsenkirchen sehen und reicht. Ach so, dann hat er eine Brücke gebaut und einen guten Gag verkackt. Und, mir wurde das geschickt und ich hatte gesagt, oh, der kennt sich aber in der Comedy aus, der hat den richtigen. Ja, der nächste Comedy-Preis geht an Felix Groß. Genau, Felix Groß, genau. Das ist der Bruder. Saß mal bei mir auf der Bühne mit Mütze und Brille, mit der ganzen Mannschaft. Echt? In Berlin. Und dann hat hinterher einer... Aber wo hat er dann gespielt? In Regensburg? Oder war das noch in... Nee, wo hat er denn überall gespielt? Wo hat jetzt der Bruder von Toni Groß... Ich glaube, der war auch mal in Bremen, der Felix. Stark. Das ist, dann hast du natürlich alles erreicht. Wenn du in Bremen warst, dann... Ich war auch mal in Bremen. Ja, ich aber auch. Aber Bremen, man muss ganz ehrlich sagen, man ist einfach froh, wenn man in der Innenstadt war, weil man hat die Gleise überquert. Da kommt ja von jeder Seite eine Bahn. Das ist Wahnsinn. Du gehst aus dem Hauptbahnhof. Ich bin mal gespannt. Das ist Zirkeltraining. In Bremen frage ich mich nur, wann gehen die Bremer Stadtmusikanten wieder auf Tour? Das ist richtig. Und wer kommt neu dazu? Weil der Hahn will wohl... Ich habe davon gehört, der will nicht mehr mit... Na, kein Bock mehr, ne? Ja, die werden wohl einen Rahmen holen. Ja. Oder Taube. Taube ist auch gut, nur hört es nicht, wenn wir rufen. Ganz gut ist, dass wir bei unserem Gespräch nicht springen. Das finde ich ganz gut. Das ist richtig. So hin und Uwe, ja, so. Was machst du beruflich?
Wenn du nicht trainierst. Ach so, das ist jetzt, ich hab mal... Du kriegst doch von deinem Verein, wie viel kriegst du da in eine Stunde? Ich bring Geld mit. Ja. Ja, aber ich bring doch jetzt mal ganz im Ernst, meinst du, ich krieg bei mir Kohle oder was? Borussia Glück auf 07, da kriegst du kein Geld. Also du bringst Leidenschaft mit, Schmerzen, Tränen, du kriegst ja kein Geld. Blut auch noch, weil Blut vergießen ist ja bei den Jungs auch schwer. Das ist ja eben das Problem, dass man da eben nicht sagen, ich hab gelernt, Key Account Manager, Schlüsseldienst. Ja. Wenn du mit Schlüsseldienst, jetzt kommt die Frage der Fragen. Was haben die mit Schuhen zu tun? Ja, das ist ja mittlerweile, wir machen alles. Ein Schlüsseldienst hat auch immer einen Schuhbearbeiter. Warum? Tja, das ist so wie, weil McDonald's hat auch vegane Burger. Ich weiß keine Ahnung, also das ist, es gibt... Jetzt? Ja, aber jetzt, so. Jetzt. Also jetzt das wird mal, ein Schuh draus. Jetzt wird ein Schuh draus, richtig. Das macht das so. Ne? Nee. Das habe ich mich wirklich seit der Kindheit gefragt. Alles klar. Da ist der Schuster. Aber der verkauft auch Schlüssel. Ist das dasselbe Gerät? Ich glaube, wenn du voll nach Hause kommst, hast du die Schuhe verloren und einen Schlüssel. Wie sie da richtig? Ich verkaufe zum Beispiel Käse und Servietten. Serviettenkäse oder nein, was? Nein, deswegen, dann würde ich mich hinterfragen, warum verkaufe ich diese beiden Artikel zusammen? Das kann ich mir vielleicht erklären, weil ich vielleicht irgendwie so einen flüssigen Käse und der läuft runter, alles klar. Aber Schuhe und Schlüssel, weiß ich nicht. Er gibt ja diesen Typen, der nach Hause kommt und macht Palaver und die Frau sagt, was ist passiert? Und dann, ich bin umgefallen. Er macht doch nicht so Krach. Nee, hab ich den Scheiß erzählt? Ja, dann spul nochmal zurück. Bleib mal genau soll so ich sitzen. Machen? Nee, ja? Bleib mal so sitzen. Das spul, also können wir schneiden, ne? Ich weiß jetzt nicht mehr. Ist nicht, auch nicht. Ja, ja. Die Schuhe sind umgefallen, das macht nicht so einen Radau. Ja, ich stand ja noch drin. So war der. Jetzt war er gerade viel besser. Ja, stimmt. Nee, hat mir auch nichts mehr gegeben. Nö, auch gut. Den habe ich auch jetzt raus. Themenwechsel, die Sonne scheint. Es ist, ja. Du hast ja auch mal gedreht, apropos Sonne, du hast ja mal tatsächlich für einen Sportwettenanbieter gedreht. Ja, genau. Haben wir hier nie. Also irgendwo musst du ja bekannt sein. Ja, irgendwoher kennt man, keine Ahnung, viel aus dem Internet. Ich bin bei StudiVZ, ganz groß. Ach, kommt doch rein. Ja, gerne. Kommt ruhig zu spät und rein, ist gar kein Ding. Kenn ich bei mir aus dem Team, kein Ding. Super, ne? Ja, 30 Minuten. Ach so, das ist der nächste Gast, das ist der Boxer. Hab ja, ich gesehen. Ich würde jetzt keine große Fresse mehr. Und er hat... und... Man muss aber eine Ansage machen. Ladies and Gentlemen. Also wie damals, ich fand das ja immer geil hier bei Henry Maske und bei Dings dieser nein, das war nicht Buffer. Gut bei Henry Maske. Ja gut, bei Henry Maske war es nie gut. Das war ja auch kein Schwergewicht. Es geht da mehr ums Schubsen. Du bist der du. Hier ist der nächste Gast, Henry Maske. Ja, aber Henry Maske war echt hast Schubsen, hast du den oder? Ersten Kampf gegen den Hill gesehen von Henry Maske und der Hill, wo die wirklich 12 Stunden... eigentlich ihren Nacken nur trainiert haben. Aber Damon Hill, der war doch Formel-1-Fahrer. Achso, ja, den Nacken trainiert haben. Achso, das war, ja. Und er war, sagte einer, pop. Der Henry Maske doch immer so. Nur so und so. Ja, wegen der Maske auch. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber Boxtraining. Passiver Boxer. Muss man ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt zum Beispiel eine Kreisliga-Mannschaft, Boxtraining ist wirklich hart. Mhm. Warum bringst du die nicht mal in so ein Fitnessstudio, damit die Leistung bringen? In Fitnessstudio. Also ich in Fitnessstudio, die Jungs. In Fitnessstudio, dass die Leistung bringen, oder was? Ja. Genau, no, dass ich die da drunter lege und sage, Kevin, heb mal, mach mal Hantel oder was. Es ist Herr ja Mann, so, mach mal. Bankdrücken ist nicht nur draußen hier Bierzelt. Man kann auch Gewichte nehmen. Ja, aber du kannst doch ganz ehrlich, also wenn du meine Jungs da irgendwie... Ich kenne die ja leider nicht. Ja, das hast ist ja das Foto Schlimme. Mit? Nee, zum Glück nicht. Ja, es gibt kein Mannschaftsbild. Wir lassen das. Wir haben doch den Hermann im Tor. So, wenn du jetzt ein Beispiel... Du willst ja ein Beispiel haben. Wir sind ja auch im Podcast. Man muss das ja auch für hören, muss man das ja deutlich machen. Also der Hermann ist halt... Hermann. Ja, das ist genau Hermann, unser Torhüter. Geht der mal in Sturm, haben wir jedenfalls eine dicke Chance. Ja. Aber er ist auch eine Viererkette. Ja.
Das ist direkt, das ist alles. Ja. Und die Bayern haben schon angefragt, dreimal können wir den als Torhüter nehmen. Ich so, nee, nehmt den Ulreich. Ja. Der kratzt die Dinger mehr raus. Ulreich ist überschätzt. Brutal, oder? Ich jetzt mal ganz ehrlich, also wie kannst du jetzt... Also, wenn du jetzt es startet ja jetzt, kann man das... Aber vorher war der Dreher... Bernd Dreher kommt das jetzt einfach wieder. Dreher und dann kam Ulreich. Also hat man an Position 2 immer eingesetzt, der die Fresse hält. Nee, gar niemand, weil Manuel Neuer seit 34 Jahren Stammtorhüter ist. Ja, aber dann heißt er nicht mehr Neuer, wenn er so lange dabei alt. Ist. Alt, ja. Kannst du so nicht mehr sehen. Absolut. Ja. Hast du das gesehen, der argentinische Torwart, was mit seinem Pokal gemacht hat? Ja, ähnlich. Ja, aber ja, genau, aber du denkst halt auch, hast du gesehen, was die FIFA mit dem Messi gemacht hat? Boah. Wo du halt denkst, jetzt mal ganz im Ernst, da gibt's den Elefantino, ne, das ist der Präsident, der irgendwann, wenn ich mit dem mal in einem Raum bin, dann lass ich mal richtig ein, so, dann wird der sagen, ja. Waren Sie das? Ich sehe ja, damit sie nicht das einzige Arschloch sind, der zu Wort kommt. Ja, du kannst das doch nicht, jetzt mal ganz im jetzt mal ohne uns, der hat dich mal damals immer jetzt, gesagt, hast du recht. Scheiße ist das. Du kannst doch nicht einfach einen Mantel überwerfen, dass er aussieht wie Batman. Nein, das wurde nicht überworfen, wie meine Freundin Jackie mit mir macht, es wurde noch hochgekrempelt. Ja, stimmt. Stimmt. Es sah richtig, es sah Batman in Scheiße, so sah ja. Er aus. No man, ohne Bett. Und dann bist, ja genau, und dann bist du, und dann sollst du da den Pokal hochreißen und keine Ahnung. Also, und man muss überlegen, dass der im Müll gelebt hat, lange, der Messi. Absolut. Ja. Ich brauch sowas. Nee, auf jeden Fall. Und jahrelang sein Zimmer nicht aufgeräumt hat. Das ist. Er hat gesammelt. Das ist Wahnsinn. Ja. Aber trotz allem war der Kafka? Wie heißt der Autor? Hm? Was der angehabt hat? Was den da über? Nee, weiß ich nicht. So ein Dings. Ne? So ein Dings hatte. Genau, Dings. Haben RTL 2 macht jetzt eine Doku, Messi-Alarm. Die Träger. 1-1. Die eine Scheiße. Untertitel auf Tafel 150. Aber wenn du doch irgendwann mal Erfolg haben willst, dürftest. Ja. Wem würdest du selber sagen, hey, ich habe es geschafft? Hast du eine Familie, wo die sagen, Uwe, gut. Ach so, Uwe gut, oder was? Nein, nicht Uwe gut. Uwe gut. Wie meinst du jetzt? Meine Frau? G-U-H-T, gut. Ach, G-U-H-T, ja. Oder war gut. Also, nee, war nein, gut. Du bist gerade gut. Ach, ich bin doch nicht, ich bin gut. Man muss ja immer, also, wo man sich halt selbst sieht, ne? Das ist ja immer die Frage. Hm. Wo man, ich bin ja relativ... gesagt? Ich bin ja relativ ein Typ, der in der Mitte steht. Aber du hast doch einen Plan. Nee, Plan habe ich. Also das haben wir haben ja auch Prinzipien bei uns. Ne? Ja. Also wenn ich in eine Kabine komme, ist keiner da. Das ist das Erste. Wenn dann jemand da ist, sage ich, Jungs, kennt ihr den griechischen Gott, der immer Klartext redet? Nicht, das bin ich, Tacheles. Du musst halt Ansagen machen. Ja. Wichtig ist, dass du den Jungs das Gefühl gibst, dass die was können. Müsst ihr auch noch einen Heiermann in die Box schmeißen, damit ihr Flutlicht angeht? Musst mir früher immer... Heiermann in die Box schmeißen, damit der Flutlicht Mark angeht? Für 5 Mark konntest du 30 Minuten... Meinst du, wir trainieren nach 18 Uhr oder was? Auch im Winter auch ist im Winter, 16 Uhr ja, auch dann ist dunkel. Es egal, da kommt gar keiner mehr. Also ihr sucht Ausreden? Die Ausreden ist gar keine Frage. Die suchen irgendwie einen Grund, dass sie sich irgendwie eine Kiste Pilz in den Kopf knallen können. Das können die sehr gut. Aber meinst du, da kommt noch jemand auf den Platz und spielt? Das ist doch die Frage. Wie viel seid ihr denn? Könnt ihr auswechseln? Ich habe ja gesagt, man darf ja jetzt 200 Mal auswechseln. Ja, natürlich. Wir haben auch mittlerweile in der FIFA gelernt, es gibt 18 Minuten Nachspielzeit. Ja, nach jedem und Spiel. Das vor dem Spiel sogar. Das vor dem Spiel auch. Brauchst du auch noch. Ja, Vorspielzeit haben die jetzt. Gar nichts können wir. Wir können gar nichts. Das ist ja unser Problem. Wir können nicht auswechseln, wir können nicht einwechseln. Ja. Wir haben immer das Problem. Jetzt vielleicht mal der Aufruf. Wer Lust hat, bei uns zu spielen? Ja. Also wirklich, wenn jetzt einer... Mach doch mal einen Aufruf. Ja, genau. Wenn das einer hört bei... Ja. Lustig. Ja. Was? Wenn das jetzt... Was willst du jetzt spielen oder was? Vorne. Er sitzt doch... Hä? Als Wasserträger will ich spielen. Ja, dann kann er ja nur am Pilz saufen. Ja, richtig, ey. Also, ich mache einen kleinen Aufruf. Wer Lust hat, bei Borussia Glück auf 07 bei uns zu spielen,
den lade ich recht herzlich hierzu ein, einfach daheim zu bleiben. Ich glaube, da wird sich keiner drauf melden. Ach doch. Echt? Ich glaube schon, da kommen ein paar, die sagen, komm, da bleibe ich lieber daheim und komme hier einmal hin. Man hat mich zu mehreren Promispielen eingeladen. Warst du beim Promi? Ich war letzte Woche, erzählt. Ich traue mir nicht mehr zu. Echt? Nein, ich habe meine Bänder gefragt und die sagen, verpiss dich. Die haben wirklich, ich hab mich warm gemacht und dann war ich kalt hinterher. Ich war, darf ich erzählen, beim in Gummersbach, ja. Ist ja eigentlich Handballhochburg, hat Lukas Podolski gedacht, er macht mal so ein, letzte Woche war der vorletzte, 18, ist auch scheißegal. Halle. Der hat auf jeden Fall Hallenturnier gemacht. Lukas Podolski hat mit seiner polnischen Mannschaft, wo er aktuell noch spielt in der ersten polnischen Liga, hat er dann beim Profiturnier teilgenommen, dann gab es noch ein Promispiel. Beim Profiturnier hat Lukas Podolski für seine, hat er rot gesehen. Da ging es mal richtig los. Also der Polny halt richtig aggro schon drauf. Und hat dann eine Karte gekriegt? Aber eine richtig rot. Ja. Also rot. Der stand so dicht vorm Schiri, hat den richtig zusammengepöbelt. Ich so, ja, jetzt fühle ich mich wohl. Jetzt kann Hast das du Promi- das gesehen? Ja, natürlich. Ich habe es nur gelesen. Nee, ich habe es gesehen. Wenn ich meine Webseite aufmache, dann kommen solche Fake News. Aber die scheinen zu stimmen. Der hat wirklich rot gekriegt. Ich habe den gesehen, der stand da wirklich, der hat wirklich rot bekommen. Ja. Und war dann dieses Promispiel, wo sie zu mir auch gesagt haben, komm, der Hänsler hat dann... Der durfte dann spielen, obwohl der rot hatte. Ja, genau, da habe ich auch gefragt zum Schiri direkt. Ja. Und hier, da gibt es keine Gesetzgebung. Frag den Evandilo doch mal hier. Ja, geht ja gar nicht. Und das Problem ist natürlich, und dann haben sie zu mir, dann war der Hänsler das andere. Ich war beim Hänsler im Team. Der Hänsler, ich mach Trainer. Ich so, sicher nicht. Ich mach Trainer, was soll denn so eine Scheiße? Ja. Was wollen Koch? Viele Köche verderben den Brei, also bleibst du am Rand stehen. Ja. Da war der schon bei, ja, grillen und hinterher so weiter. Hinterher kommt und der so Rachen doch, der Arsch. Ja, genau. Das hat der war zum Glück nicht da. Ein gekocht. Ja, gut. Rach war nicht da, wir haben keine Eckfahne gebraucht. So. Nee. Aber dann haben die uns weiße Trikots. Kennst du das, wenn du weiße Trikots anhast? Ich blute ja durch. Ja, man blutet. Aber das Problem ist, es trägt ja ein bisschen auf. Also ich bin auf den Platz gekommen. Ich Weiß trägt man unterm Jeanshemd. Das... Ja, maximal. Ist so, sonst geht weiß nicht. Ich habe gesehen. Weiß kannst du nur tragen, wenn was drüber ist. Das geht. Ansonsten das, ist weiß. Wir haben weiße Trikots. Weiß. Wir sahen alle aus, als könnte der Zirkus Roncalli morgen Vorstellung ausfallen lassen. Wir hatten das sah aus. Alles so, also wir haben ja alle eine Wanne, ne? Aber dann siehst du mal. Nee, du natürlich nicht, das ist klar. Aber wir haben alle gesehen, so, boah, echt Spiegelei. Das ist echt schlimm. Also wenn du das hier vorne hast siehst. Hast du nur als Trainer fungiert oder hast du mitgespielt? Ich muss doch, weil der doofe Hänsler hatte sich ja noch nicht mal Trainingshosen angezogen. Der war halt alles, ja, schön, das war ja auf einen guten, ich mach das ja auf einen guten Zweck. Dann, ja, du musst jetzt rein, auf den Platz. Hast du gespielt? Ich hab gespielt. Und das war wirklich ohne Scheiß. Uwe, wie alt bist du nochmal? Also 40. So, kurze Pause, gleich geht's weiter. Jetzt noch schnell ein Köpi, entweder zu Hause am Kühlschrank oder wenn ihr in der Kneipe seid, eben mal zapfen lassen, so wie ich das kriege. Ja, gut. Und das war nee, daher auch noch gespielt. Ja, aber das geht ja auch nicht. Der Icke Hüftgold. Ja. Ja, hat für den irgendeinen Kommentator. Hat der so ein Benefitspiel Werner gemacht? Hansch. Richtig. Da warst du nicht da, war ich auch da. Ich sollte da hinkommen. Du warst nicht da. Nein, ich hatte eine Grippe vorgetäuscht. Du warst nicht da, du Doof. Ich war da. Ich habe dein Trikot noch gesehen und habe mich gefreut. Und ich sollte das Trikot zugeschickt bekommen, trotz Grippe. Ich hab's nie gekriegt. Der hat mir das versprochen. Echt? Ich besorg dir das noch. Er heißt Matthias. Matthias Distel. Ja, der Markus müssen wir. Gacke, der will bei mir einen Garten machen. Einen Scheißdreck macht der. Weil wenn du ich das Trikot ne? nicht, dann wird der bei mir keinen Baum umsägen. Aber 100%. Boah, nee, ich traue mich. Ich weiß ganz genau, ich gehe auf den Platz und das erste Schlagloch ist meins. Echt? Ja. Bist du jetzt so? Bist du so? Nein, aber ich habe eine Karriere, weißt du, du kennst das nicht. Aber. Sag mal. Was ist denn da los? Als Fußballtrainer komme ich nicht mehr durch. Ich habe meine A-Jugend trainiert, 4 Jahre lang. Echt? 3 Jahre Adler Duisburg, 1 Jahr Tura. Und Tura, komm, Thomas Strunz her. Was? Thomas Strunz hat da gespielt, oder ja, was? Und da warst du Trainer, Strunz? Oder was? Nicht von Strunz, aber in dem Verein. Ach so, jetzt nennst du alle Vereine, wo mal Promis oder was dabei waren. Nein, da war ich, zu dem Zeitpunkt kannte mich jeder. Aber Thomas Strunz niemand mehr, oder was? Nein, ich bin im Krankenhaus geboren, wie Thomas Strunz. Echt? Ja. Wie ist der bei Claudia Effenberg rausgekommen? Das ist meine Frage noch. Ich hatte mit ihr gesprochen, und ihr habt keinen Ton darüber verloren. Das kann ich mir vorstellen, mit Lilly Becker da Ärger hatte an dem Tag. Nee.
Und wenn ich nur lügen würde. Und wenn ich nur lügen würde. Nein, es ging Ranking der Stars. Und die kennen sich wohl. Und dann musste man irgendwelche einschätzen. Und Claudia war not amused über eine Einschätzung von Lilly, die übrigens total in Ordnung ist. Beide waren sehr, sehr nett an dem Tag. Es gab welche, die nicht so nett waren, aber die beiden waren sehr, sehr nett. Aber wir haben wirklich lange diskutiert, wie kannst du mich denn auf Platz 5 und nicht auf Platz 10? Und ich saß daneben und sagte, Hast aber... Ich wurde von der Kleidung her als Letzter eingestuft. Was? Und es war mir scheißegal. Ja, sicher. Ich bin Duisburger, wenn ich nackt da sitze. Wollte gerade sagen, dann musst du eigentlich als Erster gewählt werden. Ja, natürlich. Was soll das denn, ey? Ja, gut, aber wegen dem. Was war das Ranking der Stars? So hieß das. Und wer hat das gewonnen, bitte? Pedro Lombardi wahrscheinlich. Nee, ich weiß gar nicht, ob es Gewinner gab, weil ich war wieder so voll. Ach, deswegen sagst du, hast du dann unten ohne Party gemacht, oder? Ja, was? Das sieht doch keiner. Nur noch T-Shirt an. Und dann hat Dieter Bohlen gesagt: Ja, mega geil, so. Also der Markus, nö, also von mir. Und er sagt zu mir: Waipu. Ja. Ja, weil ich den gut finde als Comedy-Star. Das ist so geil. Aufschreiben, Waipu. Puh, der Bär. Waipu. Ja, ist mir schon klar. Ich habe jetzt schon irgendwie. Uwe, du trittst ja hier bald auf. Im März ist ausverkauft. Ja, wir haben hier zwei Termine. Ich freue mich total. Das ist der 2. und 3. März. Und das sind die ersten Termine vom neuen Programm. Ja, Balla Balla heißt das Programm. Fußball und Kreisliga und viel Fußball. Fußball. Aber natürlich. Auch Kreisliga. Auch Kreisliga, genau, auch mit dabei. Ja. Und ich darf hier spielen und ich habe gedacht, ich fange das hier an. Wer so geil ist, eine eigene Kneipe hat, da komme ich einfach hin und sage, hier starte ich den. Und es ist zweimal voll. Also gibt leider keine Tick. Aber wir sind nochmal in Essen. Hier sagt jeder Duisburger halt die Fresse, Alter. Ich komme da jetzt nicht Hallo, nach. Hallo, der Boxer, der kommt aus Essen. Achso, der Boxer kommt aus Essen. Ja, der Weststadthalle. Ach, der Boxer kommt aus Essen, oder? In der Weststadt. In der Weststadthalle bin ich Ende. Schön am Baldeneysee. Ladies and Gentlemen. Ja, genau, da bin ich nochmal. Und ansonsten kreisligatrainer.de gibt es weitere Termine. Aber wir starten hier tatsächlich, ich habe gesagt, weil ich so oft hier war und weil ich es echt geil. Ja, Sparklub hier. Man muss. Das sowieso. Sparklub ist, ist geil. Und endlich sind mal Leute da. Ich finde es einfach geil hier, die Kneipe. Man kann auch einfach mal einen Applaus spenden. Ich finde das, guck mal, dass der Markus das hier alles so aufgebaut hat. Guck mal, für den Markus. Das ist echt geil. Ihr seid da. Komm, das ist doch. Ist doch fett. Das ist in Deutschland, finde ich, ein einzigartiges Konzept. Ich kenne die Kneipe und da sah die ganz anders aus, habe ich immer gesagt. Und du hast hier alles wirklich. Die Tür war immer an derselben Stelle. Das stimmt. Aber ansonsten nicht mehr viel. Also du hast ja, aber, dein Team und du haben ja schon viel... Glaub mir, es haben andere geholfen, weil ich kann das nicht. Ich habe wirklich ich kann Brücken bauen, ich könnte Schienen schweißen. Dafür habe ich das Material, aber ich stehe daneben und sage, aber wie? Ich hab also Bohrer, wärst du für die Deutsche Bahn prädestiniert. Ich hab Bohrer, wo die auf ihre scheiß Pipeline mit hier Gas 2 oder wie das heißt. Ich könnte das nur vom Material her könnte ich das herstellen. Aber ich stehe daneben und sage, es liegt ja da. Der, ich könnte es. Der Karl Lauterbach des Handwerks. Ich habe für jeden Bereich der Mechanik, des Werkzeug, alles, die rufen mich schon an. Markus, wir brauchen Winkelschleifer. Habe ich. Welche Größe? Ja, alles klar, 115er Scheiben. Habe ich nur einen Diamant. Aber ich habe auch noch ein paar, kannst du mit abschrubben. Alles klar, bring ich mit. So. Aber ich könnte das Ding doch nicht benutzen. Da wird mir um die Ohr. Die denken, ich wäre ein Diskuswerfer, wenn ich das Ding anmache. Aber die Scheiben hast du im Keller, oder was? Du bist ja geil. Auch das ganze Werk, das ist geil. Das sind die Profis, ne? Ich alles habe gekauft, Häuser dafür gebaut. Alles gekauft, ne? Ich habe einen Kompressor, der ist so eingepackt. Und ich brauche den, glaube ich, Hermann. Weil der kompressiert. Druck. Aber der ist eingepackt. Ich habe auf AIDA, habe ich gerne, als Zuckerkranker, schön so ein Sahne-Eis gern gegessen. Ne, da war so wie kommst du jetzt von, Moment, vom Handwerk? Nein, bleib genauso sitzen, wie ihr gerade bist. Und ich mache mir das Hörnchen da drunter und mache mir mein Softeis. Ich kann also das Gerät bedienen, weil es hier geht ja um Essen. Konnte also anderen Mithäftlingen auf der AIDA... Mithäftlingen? Sag mal. Nein, das ist wunderbar da. Ja. Ich fühle mich da Weltklasse wohl. Ja? Aber ich konnte dir zeigen, wie es geht. Ja? Und denk zu Hause, so ein Ding brauchst du.
steht eingepackt bei mir in der Garage für Einbrecher. Steht eingepackt bei mir in der Garage. Versicherungstechnisch wäre gut, wenn das einer klauen würde. Ich werde das Ding nie... Wenn ihr euch fragt, warum bei McDonald's seit Jahren die Eismaschine nicht geht. Ja, hör mal, die steht bei dir in der Garage, Alter. Ich habe das extra nicht gekauft, weil es gab ein Biergerät, da konntest du drauf drücken und dann ging das Glas so zurück und die haben hier ein Originalbier. Kaufe ich aber dieses Gerät, habe ich keine Angestellten mehr. Hast du heute gehört mit der Kasse selber hier, die Supermärkte, dass die alle nur noch Kassen einführen, wo du selber dann bezahlen kannst? Ist ja abartig, ja? Aber genau das ist der Weg. Deswegen bringe ich hier kein Biergerät hin. Ist so. Aber für dich alleine zu Hause so ein Biergerät? Ja, ich sauf doch wie Sau. Aber es muss doch zack, auf. Nicht also dein Biergerät ist eine Dose, sag ich mal. Nein, also, nein, aber es gibt ja dieses das Geräusch verdirbt mir den Durst. Ja, und dann ist es aber ohne Kohlensäure noch. Auch noch. Musst du wieder anbringen mit Schlauch und mit Verschraubung. Die habe ich, aber ich weiß nicht wie. Und die 150er Schleife dazu noch, die Dings. Achso, egal. So. Ich kann hier tatsächlich Bier anzapfen, aber nur, weil ich Kneipier immer... ich bin geborener Kneipier. Mhm. Was hast du jetzt in der Zukunft vor, außer hier aufzutreten? Nö, ich mache ein bisschen Karneval momentan, hast du ja auch schon echt mal gemacht. Ja. Das ist so bitter, ne? Ja, natürlich ist das bitter. Aber guck mal, das ist schön. Also ich finde ja so eine ehrliche Herrensitzung, da geht nichts drüber. Nein, wirklich, wenn die... Ohne wirklich, Scheiß, wenn die... Also Sauerland wenn die, morgens 9 Uhr ist geil. Absolut. Ja, sonntags morgens 9 Uhr. Sonntags morgens 9 Uhr im wenn Sauerland. Wenn die von Samstags noch da waren. Da hat auf jeden Fall... Ich habe in Siegen mal gespielt, ja. Ja, ne, weil da kann man ja nur verlieren. Im Endeffekt schon. Der Klasse, ja, ist ja so. Ne? Und ja, da war ich um 9.15 Uhr war ich der letzte Wort-Act. Morgens um 9.15 Uhr. Ich bin mal zwischen Blackfish und den Höhnern aufgetreten. Das ist auch schön, ja. Na, also du warst derjenige, wo alle pissen gegangen sind. Nee, nee. Ja, ich kenne das, Markus. Bei den Bands sind die raus. Ja, ja. In der Umbaupause. Hier ist wie sie Markus kennt. Das bin ich jetzt. Oh, da gehen wir rein. Ja, mach ja. Mal die Kippe aus. Ja, ja. So ist es an einigen Stellen. Das ist, Ich habe jetzt zwei Karnevalssitzungen gemacht und ich weiß nicht, wie ich am Tag 7, 8 Stück gemacht habe. Und das war ja immer am Wochenende. Freitag, Samstag, Sonntag. Wie viel machst du am Tag? Guido, du bist Hamburger, ich habe gar keinen Karneval, Guido, merke ich gerade. Guido Kanz hat mir gesagt, er hätte nur 8 Stück am Tag gehabt. Ich so, was? Ich so, ich habe dann halt, ich mache dann so Kölner. 2 oder, ja, weiß ich, der fährt mit dem Mobil um Kölner Dom rum und steigt bei einem blauen Funken, bei einem roten Funken, bei einem grauen Funken, bei einem grünen Funken, bei einem orangen Funken. Er funkt bei dem den ganzen Tag. Ja, auf jeden Fall, das ist scheißegal, das ist ja auch geil. Ich mache dann so 2. Wenn der eine Frau kennenlernt, muss der die erstmal hochschmeißen. Ach, auf jeden Fall. Ja. Und erstmal. Ist so. Und dann fängt er sie nach dem 5. Ja. Auftritt wieder. Ja, das ist. Aber ich habe das nicht verstanden, wie ich das damals geschafft habe. Und das ist bestimmt 5 Jahre her. Ja, das ist glaube ich, das härteste. Also, meine ich echt du ernst. Du hast vor nichts mehr Angst, glaub mir. Null. Kann wenn du dadurch bist. Wenn du Karneval gespielt hast, weißt du ganz genau, ein Leben danach. Gib it. Auf jeden Fall. Aber es gibt auch sympathische Karnevalsveranstaltungen, wenn man sagt: Hier ist er, ihr kennt ihn alle. Sitzungspräsidenten ist ein eigenes Programm. Absolut. Gibt es auch Volker Weininger? Ja, ich an boah, der Weltklasse. Muss man, der Sitzungspräsident und der Volker Weininger, der steht für alle. Der hat ein eigenes Programm, nimmt diese ganze Kölner auf und ist da auch jetzt in dieser Riege da sehr hochgestiegen, was ich sehr schätze. Völlig zu Recht. Super sympathischer Typ. Ja, geil. Erzählt alles völlig betrunken. Also er spielt betrunken. Ne? Und er macht das perfekt, ja, perfekt. Aber wenn man das Original kennt, heißt alle Sitzungspräsidenten. Da hast du manche dabei. Nein, Peter, du hast nicht manche, du hast... Manni der Rocker. Genau. Nee, bin ich nicht. Nee, genau. Aber hier ist immer ganz klar, hier ist Manni der Rocker. Hier ist wie sie Achim, der Bezirksliga-Trainer. Wir hatten schon alles. Ne? Also du hast aber... ich war schon Martin Krebs, Dieter Krebs, ich war alles, alles schon. Alles schon dabei. Nur Krebs, ja, alles dabei. Da hat man in Jena, bin ich aufgetreten, beim Comedy, ganz normaler Comedy-Abend, mein Solo. Und da bin ich angesagt. Sag, ja, heute für Sie ist Markus Krebs hier. Nächste Woche ist ein richtiger Comedian, Paul Panzer. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. So, was stimmt denn mit dem? Gut, er liegt noch. Er kann jetzt aber feste Nahrung. Aber... Ich sag mal, was? Ja, aber vor allen Dingen, wer hat das denn angesagt? Der Chef da oder was? Ja, der Leiter da. Die Leiter eher, ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ich hatte ja wirklich gesagt, nächste Woche ist. Und warst du bei Bühnen im Universum?
Nee, da war ich noch nicht. Die fanden mich bis jetzt nie lustig. Da haben gesagt, so komm, lass es, ey. Nee, die haben, der haben einen, der ist sehr sympathisch, aber der macht die Ansage. So ein Lockenkopf so wie ist das, ne? K-Ray, die Ansage für dich war, wenn du als nächstes dran kommst auf die Bühne. Also eine halbe Stunde. Wir haben auch noch hier in der, wir bedanken uns bei der Bäckerei Müller für die Unterstützung. Dann haben wir noch eine Veranstaltung, die Sparkasse bei uns in Löhne. Hat auch wieder was dazu gegeben. Bühne freut sich, dann Löhne so. Dann, und dann stehst du dahinter. Den brauche ich als Stadionsprecher bei uns. Und dann stehst du dahinter und denkst immer, jetzt komm, jetzt kann ich. Nee, die Sponsoren. So, dann mache ich Abitur nach. Zeuge Kinder. Geil. Und bin immer noch nicht dran. Aber das ist einer, den brauche ich auch mit diesen ganzen Sponsoren. Wir haben bei uns haben wir Fliesen Pannemann. Ne? Ja. Sind die Fliesen endlich dran? War es wieder Fliesen? Dankeschön. Und das ist ja bei uns so, wenn du die Kinospots siehst, wo du denkst, boah, da gehe ich raus, ne? Die laufen ja bei uns noch. Ne? Hast du gesehen, Saturn und Mediamarkt macht zusammen jetzt Werbung? Was? Ja. Für was denn? Schinken, was weiß ich? Schinken. Ich mich gerade auch. Die haben ein Flat. Achso, die machen jetzt alles ein. Nee, aber ich so, ja, und die arbeiten jetzt zusammen, also hat wohl Herr Metro. Ach, Herr Metro ist das dann, ja, oder was? Ja, und Metro ist wiederum Edeka. Ah. Und Edeka ist wieder Apple und alles andere ist wieder Edeka Twitter. Nach Edeka kommt nichts mehr, glaub mir das. Tengelmann ist, also Kaisers, Tengelmann, so weiter, ne? Aber Edeka hat sie alle. Praktiker, Metro, Edeka. Weißt du nicht, ne? Ja. Siehst du, ich kann vielleicht keinen Nagel in den Mann tauen, nee, aber sowas weiß ich. Ja, da ist die Maschine in den Keller stehen, ne, vom Praktiker, das ist schon klar. Ich wollte eine Nagelmaschine holen, du weißt gar nicht, was ich geschickt bekommen habe. Eine Nagelmaschine? Ja, ich wollte einfach, weil ich... Alter, was ist denn jetzt, wo gehen wir denn hier? Gehen wir jetzt nach 23 Geräte, Uhr, oder was? Die Nagelmaschine. Den Nagel original reinhauen und ich gebe rein... Die Nagel original reinhauen, das macht die Nagelmaschine. Ja. Du machst doch mal bei QVC, glaube ich, auch drin. Ab 23 Uhr. Vier Seiten ging nicht um Werkzeug. Also doch schon. Ja. Aber anders. Aber anders. Ja. Feuchten Sie die Stelle an, machen Sie die Nagel rein. Ist es auch egal. Pass sie auf Ihre Zunge auf. Nee, wurscht, auch gut. Ist ja nach. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Ach, wurscht. Nein, wird ja auf Spotify erst ab 10 gesendet. Ach so, kommt dann erst später, dass man das. Das hatten wir eben auch. Wann was gesendet wird. Um wie viel Uhr, ne? Ach so, geht das jetzt? Es gibt die GEMA. Wenn wir hier ein Lied spielen, ich sag mal AC/DC. Ja. Highway to Hell. So, alles klar. Da müssen wir dafür bezahlen. Das sind GEMA-Gebühren. Jetzt weiß ich ganz genau, bin ich bei verschiedenen Spaß, eine Live-Show oder irgendwas. Was. Alles klar, kann ich das abrechnen. Oder bei Genial Unternehmen, alles kann ich das abrechnen. Jetzt bin ich bei ZDF Info. Man kann mich also den ganzen Tag abrufen. Wir haben nicht rausgefunden, wie man das abrechnet. Wenn irgendeiner auf dieser Welt, wie du eine Mannschaft suchst, so suche ich ein interessantes Thema. Wenn irgendeiner auf dieser Welt weiß, wie man das abrechnet, wären wir sehr glücklich. Man kann mich rund um die Uhr, also jetzt doch. Und da läuft dann Highway to Hell und du machst einen Tanz dazu, oder was? Ich sollte da singen, aber da haben sie extra rausgenommen. Nein, so. Es ging darum, dass es geht um Kneipensterben. Ich wurde da aufgelaufen. Ja, schon klar. Ich habe das schon verstanden. Ich habe das auch schon gesehen. Ja, und wurde nicht gemacht. Achso, es ist immer noch... läuft immer noch. Du kannst immer... Du kannst ZDF-Info gucken und Kneipensterben, Markus Krebs. Aber wie das abgerechnet wird... Was soll ich machen? Wir lassen Klingelbeutel gleich rumgehen, Markus. Das wäre da ohne Scheiß. Du bist echt... Ich werde wohl einer der Häuser abgeben müssen. Absolut, absolut. Ja. Kein Witz. Nein, aber ist für mich interessant. Ja? Wenn du jetzt Spieler suchst, alles klar, der meldet sich bei dir. Aber wie suchst du die aus? Wir machen sogenanntes Scouting. Wir haben noch so einen alten Raum, wo alte Schulranzen drinstehen. Mhm. Scouts. Hast du die auch früher hinten und, runtergezogen? Gott, war der scheiße. Ja. Boah, was man sich hier auch hingreifen lässt. Es ist aber auch scheißegal. Ey. Ich liebe das. Ich finde das auch gut. Das. Scouting ist Scouting jetzt auf jeden Fall. So Ranzen am Rand. Dann so, na, was willst du? Ja, ich nehme den. Ja. Nee, also, ach, was willst du bei uns? Ganz ehrlich, ey. Ich bin ja mal froh, wenn wir mal so zwei, drei Leute in eine Mannschaft, wir haben bei uns im Sturm klassischen Andi. Ne, das ist so einer, der jede Olle angreift. Also gehst du in den Disco und denkst, komm, Andi, lass es. Der Vater vom Andi, der sammelt auf Reeperbahn Payback-Punkte. Ja.
der ist. Der geht zu Frauen und sagt, cool, Pferdeschwanz habe ich auch. Der. Das ist scheiße. Ja, das ist ja scheiße, genau. Und sie sagt so, oh, ja. Selbst ich der Vater ist noch so. Der klopft sich so viele Stornos in die Kasse, Alter, wenn du den siehst. Das ist doch kacke, Alter. Aber der übernimmt das halt. Das ist eben der Andi, ist halt so einer, der. Dann hat er mal eine Olle gehabt, dann hat die einen Lappen verloren. Also nicht den Führerschein, sondern. Ja. Er hat mit ihm Schluss gemacht und. Das ist kacke. Das ist halt so der Klassiker bei uns, wo du halt sagst so, was ist das? Diese ganze Mannschaft, die geht mir wo ist dein fetter Arsch, ist arbeiten. Ja, richtig. Ich bin froh, ich hätte Kreisliga vermisst, tatsächlich. Ich habe Hochklasse gespielt, also A. Hochklasse? Was ist denn Hochklasse? Kreisliga A. Kreisliga A. Hochklasse. Ja, ja. Geil. Adler Duisburg. Ja. Adler Duisburg. Eintracht war ein Platz weiter. Ah, natürlich. BSA 1. Wir waren BSA 2. Und deswegen haben die Hut gegenüber ein Krankenhaus gebaut. Sind das heute noch die Adler oder sind das die Eulen? Oder sind das die gibt es nicht mehr. Ach, die gibt es nicht mehr. Nee. Warum? Haben die nach dir gleich gesagt, wir machen Schluss oder was? Der Krebs war da, die Adler waren dicht, oder was? Nein, war also Umstände. Oder heißen die jetzt Eintracht Frankfurt? Die Adler Duisburg, haben sich umbenannt. Wir haben eine Fanfreundschaft mit Eintracht Frankfurt. Auf jeden Attila. MSV Duisburg hat eine Fanfreundschaft. Ja, das weiß ich. Das also, wenn wir erklären. Fußball gucken wollen, haben wir auch eine Chance. Das stimmt. Müsst halt ein bisschen fahren. Ne? Das ist halt... Obwohl Saarbrücken... Ja, das hast du gesagt. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, es waren tatsächlich in Saarbrücken ein paar Stafetten dabei, wo ich sage, oh. Also von Duisburger Seite aus sagst du jetzt, oder was? Nö, weiß ich nicht, wer das war. Nein, aber einer am blau-schwarzen Trikot. Ja, nein, fand ich wirklich zwischendurch war ich begeistert, aber als Duisburger, die nehmen nicht ein 3-0 mit und sagen Dankeschön. Oh, da sitzen noch Fans zu Hause vom Fernseher. Den müssen wir noch ein bisschen klabastern bereiten. Da gehe ich kaputt dran. Was bist du eigentlich für ein Fan, wenn du jetzt nicht dein Borussia, was übersetzt Preußen heißt übrigens, nur falls sich einer fragt bei der Quizshow. Preußen, bist du eigentlich doof oder was? Was soll ich denn jetzt sagen? Was bist du Fan von welchem Verein? Was soll ich jetzt sagen? Soll ich jetzt sagen Schalke 04 oder was? Nee. Guck mal, jetzt wird, guck mal, oh, seid ihr wach oder was? Es ist ein Ruhrgebietsverein, durchaus da. Durchaus da, durchaus Dings. Ich habe... Zu keinem, dass man jetzt sagt, so, zu so einem Profi, was soll ich, Wattenscheid 09 wäre schön. Geiler Verein. So, das sind so Vereine, da habe ich noch Herz. Ne? Mit Hannes Bongartz, da würde ich gerne mal. Hessen Kassel. Ja, sicher. Das sind so Vereine. Göttingen 05. So. Na? Das sind. Erkenschwick. Schön in eine Ballerbude rein. Das sind einfach, das sind Sachen, wo man sagt, jawohl, oh, das sind immer noch Vereine, wo man sagt, ne? Ja. Da ist ja Schalke 04 nicht mehr weit. Das, Eintracht Trier. Eintracht Trier. Hör mal, da redet keiner, das ist auch jetzt Elversberg. Da war doch mal Mario Basler, war doch mal Trainer, oder? Bei Eintracht Trier, doch. Der war bei Oma, doch, war weiß ich noch, weil er da rauchen durfte. Der war wilde Sorte 05. Du kennst, hast du mit Mario hier schon mal gesessen? Der saß schon mal hier. Wenn du mit Mario sitzt, sagt er so, Markus, ist mir scheißegal. Ich muss rauchen. Ich muss raus. Ist mir gar egal. Ich habe keine Lust mehr. Ich brauche doch hier nicht ewig sitzen. Ich muss rauchen. Wir brauchen doch keine 30 Minuten hier hocken. Was soll das denn? Hallo? Ja, aber so ist hier. Ja, so ist das mit Mario. Der saß auf diesem Stuhl. Ja. Oh, dann ist auf dem Kippen ausgedrückt hier wahrscheinlich. Jetzt haben wir aber richtig rumgedreht. Ja. Das ist das Schöne, als Comedian darfst du alles, ne? Kannst du alles durchschießen. Kannst alles. Thomas Helmer war auch hier auch von DSF. Auch guter Mann. Auch guter Mann. Europameister 96, Thomas Helmer. Mhm. Wer kennt ihn nicht? Humor. Bitte? Ich weiß nicht, ob Matthias Sammer kommen würde. Auch Matthias Sammer wäre geil. Aber zusammen, aber da muss er mit Olli Kahn und Uli Der würde sagen, was ist das hier? Der hat doch überhaupt keinen Humor. Matthias Sammer hat doch heute, der siehst du doch. Dem gebe ich Humor. Wir sitzen hier, der lacht sich, der kommt,
ganz neu ins Leben. Meinst du? 100%. Du therapierst Matthias Sammer. Das aber 100%. Dann komme ich nochmal vorbei. Es wird wieder das Sammer. Das wird wieder Sammer, ja. Und es war endlich Sammer. Wieder Sammer. Ja. Gottes Willen, wenn du Matthias Sammer siehst, dann denkst du so. Wenn ja, du siehst, Matthias, der wird hier sitzen, glaub mir das. Haben wir spanische Woche. Apropos spanische Woche, Helsinki-Kiel, kennst du ja? Ne, also wir haben jetzt Finnisch. Ich kriege einen Stockholm, deswegen. Boah, ich liebe das. Ich weiß ganz genau, die Nation braucht mich nicht. Doch. Aber sie hat doch, mich. Doch, 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 doch. Nein, doch, aber ich finde es auch immer geil, gerade hier in Duisburg, und du machst das ja auch nicht umsonst, kriegst ja Kohle. Nein, aber... Hä? Echt? Geil. Muss ich gar nichts wollen. Dass du hier deine ersten Auftritte machst, weil ja. Du hier weißt, hier ist ehrlich. Natürlich ist ehrlich. An der Basis. Wir müssen an die Basis. Ehrlich ist hier Karl-Heinz alle. Du gehst an die Basis, du kannst hier Gas geben, du kannst hier alles durchschießen und jeder sagt, hat er recht. Ja, wir das kennen die Kreisliga. Nö, dat, ich glaube auch, also deswegen habe ich das, ich meine das echt ernst. Was soll ich woanders hingehen? Warum soll ich in Hannover starten? Mhm. Wo die Leute sagen, ich wäre gern Tagesschausprecher geworden, aber das hat vom Dialekt her nicht gereicht. Oh, die wurde Bundeskanzler. Nee, deswegen sage ich ja hier, ist es, ne, guck mal, wenn ich dich so angucke, denke ich so, ne? Da sitzt er. Guck ich lieber ihn an. Nee, aber nein, aber das ist jetzt Spaß, ne? Aber das siehst du ja, du kannst das ja hier machen, das ist doch alles gut. Du sitzt da die ganze Zeit so, und dann denke ich so, nein, das ist doch alles nicht schlimm. Also von daher denke ich, glaube ich. Und was wir im Ruhrgebiet natürlich machen, wir sind sehr herzlich und geben auch Geschenke. Oh, gebe Geschenke? Nein. Zum Beispiel. Was ist denn jetzt los? Diese 800-Liter-Flasche. Leute, das ist mein erster Titel. König. The den Great seit Pinsler. Jahren. Ja, den darfst du hochhalten. Ja. Es ist das leckerste Bier der Welt. Und ist dem geil, oder was? Ist ja mega. Damit du was zum Aufsaugen hast. Ruhrtop, Ruhrtop. Ist auch geil. Er steckt in den Mund. Steckt in den Mund. Ich kann jetzt nicht, ich habe jetzt warte. Nur eine. Ja. Ruhrpott Tapas. Trainer Uwe alias Thorstenberg, geil, dass du hier warst. Er ist, wie gesagt, ausverkauft, aber auch das Programm. So ist es. Ja. Schalt dich auch morgen wieder ein, wenn sie Dr. Bob sagen. Ja, genau. Der kannst du wirklich mitnehmen, kannst du auf der Fahrt trinken. Ach, das wird geil. Ja. Ich weiß nicht, ob man so aber lange... Aber das ist krass, das reicht dann nur bis Essen. Ja. Das wird halt, muss ich halt noch eine mitnehmen. Ja, aber das haben, ist ja, das ist ich ja weiß geil. Auch nicht, ob man so lange Strohhelme hat. Ja, das ist echt geil. Danke. Wir müssen noch ein Foto. Wir müssen ja hier noch zumindest. Wir machen so viele Fotos, da kannst du gar nicht vorstellen. Ja, wir müssen, einer muss ja Social Media machen hier. Ja. Aufsager. Auch noch. Meine Mütze geht wieder. Das ist, wenn ich denke, geht die Mütze mal hoch. Echt? Ja. Einmal im Jahr. So, dann machen wir weiter. Oh, jetzt ist auch egal. So. Ich mach den Aufsager jetzt. Ach, du musst einen Aufsager machen. Ja. Ich halt die Fresse. Gut. Ja. So. Deswegen sind sie nur auf Platz 17, weil er das Buch falsch rumhält. Ja. Uwe, der Kreisliga-Trainer Numero Uno in unserem Lande, hat für die Mannschaft mal was mitgebracht. Schön, dass du hier bist. Thorsten Mehr. Danke.